Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OrgaTV. Heute darf anstelle der Fabienne wieder ich euch hier vom Moderatorenplatz begrüßen, da die Fabienne leider krank ist. Neben der Annika, die ist natürlich wie immer da. Ja, hallo. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir ein bisschen sportliche Outfits an, ein Stirnband und ein bisschen sportlich angezogen, auch sportliche Getränke. Das Thema unserer Sendung ist nämlich heute für euch Sport und Lifestyle. Deswegen haben wir gedacht, schmücken wir euch das Ganze ein bisschen schön und ziehen uns dementsprechend an. Als Themen in dieser Sendung haben wir natürlich alles zum Thema Sport, auch Lifestyle. Einmal zum FSV Eschberg, dann etwas zum Thema Schwimmen und im späteren Verlauf der Sendung dann auch noch einen interessanten Beitrag zur Tuning Expo, die ja jetzt am Wochenende war. Aber jetzt starten wir erstmal mit den News, die wieder die Natascha und die Danita für euch gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Diabetes-Aktionstage. Starkoch Johann Lafer ist morgen in der Europagalerie ab 13.30 Uhr am Aktionsstand Wissen, was bei Diabetes zählt, zu sehen. Er wird zeigen, wie unkompliziert und schnell gesunde Gerichte zubereitet werden können und worauf man als Diabetiker achten sollte. Fahrradbörse. Der ADFC Saar bietet regelmäßig in den Sommermonaten Fahrradbörsen an, auf denen gebrauchte Fahrräder von Privat an Privat verkauft und gekauft werden können. Nächste Termine sind der 13. Juli am Tipplisser Platz an der Alten Brücke sowie 10. August und 14. September im Theatergarten. Ingo Bertesfest. Am Freitag und Samstag findet in der Innenstadt und auf dem Marktplatz in St. Ingbert das alljährliche Ingobertesfest statt. St. Ingberter Vereine, Organisationen und Institutionen veranstalten und organisieren das Fest. Asta Presents Semesterparty. Morgen findet im Club 7 die Asta Semesterparty statt. Ab 23 Uhr könnt ihr euer Tanzbein schwingen. Longdrinks bekommt ihr ab 2 Euro und Urpilz für 1,50. Karten erhaltet ihr im Vorverkauf im Asta für 3 Euro und an der Abendkasse für 5 Euro. Das war's von mir und nun zurück ins Studio. Hast du eigentlich schon mal was von der Fahrradbörse gehört? Weil ich habe, sag mir echt gar nicht, ich habe noch nie was davon gehört, dass in Saarbrücken sowas stattfindet. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Finde ich aber eine super Sache. Ich fahre jetzt persönlich eigentlich so gut wie kein Fahrrad. Aber auch aus dem Grund, weil mir ein Fahrrad einfach zu teuer ist. Bist du eigentlich schon sportlich, oder nicht? Ja, doch. Also wenn ich kein Fahrrad fahre, dann gehe ich halt trotzdem öfter ins Fitnessstudio. Mhm. Oder wir gehen dienstags mit unseren Freunden von der Uni öfters mal in die Soccerhalle hier in Saarbrücken. Ein bisschen kicken. Ja, das ist ja auch anstrengend, ne? Ja, kann man ungefähr so sagen. Wie sind es ja bestimmt interessant für viele Studenten? Wie sind denn da die Preise? Kann man sich das leisten als Student? Oder ja, definitiv. Also man geht ja so oder so nicht alleine dahin. Man geht wenn dann mit einer Gruppe von Minimum 10 ist zu empfehlen, da man auf einem kleinen Feld 5 gegen 5 spielen sollte. Das ist eigentlich die optimale Anzahl. Und dann kostet es die Stunde 50 Euro und mit 10 Leuten. Das geht locker machbar. Und ich kann euch garantieren, nach einer anderthalben Stunde, wenn ihr da 57 bezahlt, seid ihr fertig. Also es geht bei gut, mir. Gut zu wissen. Fährst du Fahrrad, wenn wir bei der Fahrradbörse kurz bleiben? Nee, also ich bin früher auf Fahrrad gefahren, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe auch keins mehr. Ich habe das irgendwann geklaut bekommen. Das war ziemlich gemein. Ja, dann könntest du dich schon bei der Fahrradbörse erkundigen, vielleicht für ein neues. Ja, aber das wird sich jetzt nicht mehr lohnen. Das habe ich eigentlich eher gemacht, als ich noch keine 18 war, noch kein Auto hatte und so. Und jetzt bist du faul geworden. Ja, kann man so sagen. Ich glaub, wer nicht? Ja, genau. Okay, in den News haben wir aber auch noch gesehen, dass morgen im 7 wieder eine Studentenparty ist. Gehst du da hin? Nein, leider nicht. Nee. Während der Woche ist bei mir im Moment problematisch wegen den Klausuren. Ich muss jetzt ein bisschen lernen. Die sind in 3 Wochen, jeder sollte lernen. Deswegen werde ich mich auch am Freitag nicht morgens im Bett ein bisschen fläzen, sondern werde in die Bibliothek gehen. Lernen, genau. Sollte jeder Student tun jetzt. Sollte jeder tun. So, in unserem nächsten Beitrag geht es natürlich auch um Sport und um die Generation Z. Ich habe euch ja letzte Woche schon gesagt, dass jeder von uns ein Thema bekommen hat. Und der Paul hatte jetzt zum Beispiel das Thema Trainer.
Und dazu hat er euch jetzt einen kleinen Beitrag zusammengestellt und einem Sporttrainer Fragen zur Generation Z gestellt. Das ist Herr Merkel, 50 Jahre alt und seit 30 Jahren Sportlehrer. Bevor er vor 15 Jahren nach Deutschland kam, unterrichtete er Sport und Handwerk in einer Schule in Russland. Mit dem Wechsel nach Deutschland gründete er einen Verein, der in den nächsten 15 Jahren zu einer Größe von über 150 Mitgliedern anwuchs und sich auf 5 Sportarten ausweitete. Durch seine Vereinsarbeit kommt Herr Merkel täglich mit allen Generationen in Kontakt und muss zwischen diesen vermitteln können. Und was er von der Generation Z hält, erzählt er uns jetzt. Was meinen Sie? Hat die Generation Z sich schon Gedanken über ihre berufliche Zukunft gemacht? Beziehungsweise wissen Sie schon, was Sie werden wollen? Ich glaube schon, ja. Jeder weiß, was er werden will, weil diese Frage schon im Kindergarten gestellt wird. Also jeder weiß, was er werden will. Meiner Meinung nach sind die Jugendlichen heutzutage nicht mehr genau entschlossen, was sie mal werden möchten. Im Kindergarten vielleicht, aber heutzutage eher nicht. Was würden Sie sagen, welche Auswirkungen das Internet und soziale Netzwerke auf den beruflichen Werdegang der Generation Z haben? Ich finde das positiv, weil sie dadurch sehr viel Zeit sparen können, um ihre beruflichen Informationen zu Hause aus dem Internet beschaffen. Jugendliche heutzutage sind mehr im sozialen Netzwerk unterwegs. Statt Praktikas in verschiedenen Berufe zu absolvieren und sich somit für ihre Zukunft in verschiedenen Berufen sich zu informieren. Denken Sie, die Vertreter der Generation Z sind in ihrer Handlungsweise eher individualistisch orientiert oder sind sie durchaus daran interessiert, mit vereinten Kräften Großes zu erreichen? Ich glaube, dass durch das Internet die sind eher individualistisch geworden. Ich denke, dass die Jugendlichen heutzutage eher individualistisch denken und nicht mit vereinten Kräften Tätigkeiten ausüben möchten. Was denken Sie? Was ist die Generation Z bestrebt, in ihrem Leben zu erreichen? Ich glaube, dass das nicht von Generation abhängig ist, weil jeder will eine höhere Position immer erreichen. Meiner Meinung nach sind Jugendliche heutzutage mehr auf mehr Freizeit eingestellt, um mehr Party machen zu können, mit ihren Freunden viel machen zu können. Aber ich denke, dass im zunehmenden Alter wahrscheinlich die Wende kommt, dass sie denn doch Größeres erreichen möchten. Ja, wie ihr jetzt in dem Beitrag gesehen habt, ist ja Sport etwas für sehr viele Altersgruppen. Deswegen gibt es ja auch diese Fülle an Sportarten, damit man jede Altersgruppe irgendwie erreichen kann. Wenn ich dich jetzt mal fragen darf, welche Sportarten interessieren dich denn so am meisten? Also ich habe früher habe ich ganz viele Sportarten betrieben. Angefangen hat es mit Fußball, mit 3 Jahren. Du hast Fußball gespielt? Ja, aber da war ich 3 Jahre, das ist schon lange her. Dann kennt man die Moderatorin ewig und erzählt trotzdem neue Sachen. Ja, dann habe ich Ballett gemacht, Leistungsturnen, was habe ich noch gemacht? Tennis habe ich gespielt. Ja, bis ich dann mit 10 Jahren habe ich dann mein Pferd bekommen und da hatte ich natürlich für nichts mehr anderes Zeit und auch keine Lust mehr, weil so ein Pferd nimmt ja ziemlich viel Zeit in Anspruch. Du hast mit 10 Jahren schon ein Pferd gepasst. Ja, ich habe mit 8 Jahren schon angefangen, mit 10 habe ich mein Pferd dann bekommen. Genau. Ja, cool. Man kann noch viel früher anfangen zu reiten, also es ist jetzt gar nicht so. Ist das nicht gefährlich, dann, wenn man als kleines Kind dann so ein bisschen auf dem Pferd, also in Anführungszeichen kleines Kind, da auf dem Pferd sitzt, ist ja so hoch? Nee, es ist ja ein Islandpferd, wir haben ja schon mal einen Beitrag drüber gesehen, die sind ja jetzt nicht so groß, so Stockmaß 1,40, 45, so durchschnittlich, ja. Welche Sportart haben wir jetzt noch nicht gesehen in dem Beitrag oder über welche haben wir nicht geredet? Das ist Schwimmen. Auch im Sommer sehr interessant, wenn ihr ins Freibad gehen wollt, wird ja auch immer ein bisschen geschwommen und nicht nur in der Sonne gelegen. Schwimmst du? Ja, also ich kann schwimmen, natürlich, aber nee, ich schwimme nicht. Schwimmst nicht. Ist mir so anstrengend. Ja, für die Leute, die auch eher selten schwimmen, haben wir jetzt einen Beitrag für euch über verschiedene Schwimmtechniken. Da bekommt ihr mal so ein bisschen den Bruststil und das Krautschwimmen erklärt, wie man das richtig macht. Damit ihr nicht irgendwie ins Wasser fallt und ertrinkt oder euch jetzt im Sommer im Freibad vor anderen Leuten blamiert. Schwimmen ist für viele
eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Die bekanntesten Schwimmstile sind das Schmetterlingsschwimmen, das Rückenschwimmen, das Brustschwimmen, das Kraulschwimmen. Die zwei beliebtesten Schwimmarten stellen wir euch heute kurz vor. Das Ein- und Ausatmen ist das A und O beim Schwimmen. Einatmen kann man durch den Mund, durch die Nase oder auch beides zusammen. Das gleiche gilt beim Ausatmen. Freistil ist die schnellste Schwimmart, weil durch den wechselseitigen Armzug und den kontinuierlichen Beinschlag ein Antrieb ohne Unterbrechung erzeugt wird. Das Gesicht blickt zum Beckenboden. Um möglichst kraftsparend durchs Wasser zu gleiten, ist es wichtig, dass die Hüfte an der Wasseroberfläche bleibt. Der gestreckte Arm wird weit vor dem Kopf ins Wasser eingetaucht. Fingerspitzen zuerst und den Ellenbogen geknickt. Unter Wasser beschreibt der Arm eine S-Kurve mit angewinkeltem Ellenbogen. Hinter der Hüfte ist der Arm wieder gestreckt und wird mit hohem Ellenbogen wieder weit nach vorne geführt. Die Beine werden wechselseitig auf und ab bewegt. Lockere Beinbewegung aus der Hüfte mit gestreckten Füßen. Darauf achten, dass die Füße unterhalb der Wasseroberfläche bleiben. Beim Brustschwimmen braucht man eine gute Koordination. Die Arme werden unter der Wasseroberfläche gleichzeitig nach vorne geführt. Wenn die Arme gestreckt sind, werden sie nach außen bewegt und in einer runden Bewegung wieder unter die Brust gezogen. Man schiebt das Wasser also zu beiden Seiten weg. Daran schließt sich die Beinbewegung an. Erst wenn die Beine komplett gestreckt sind, erfolgt der nächste Armzug. Beim Beinschlag werden die Beine in den Knien angewinkelt. Danach wird mit den Oberschenkeln eine V-Form gebildet und die Knie durchgestreckt. Anschließend werden die gestreckten Beine geschlossen. Daraufhin muss eine kurze Gleitphase getätigt werden. Gute Schwimmer machen eine Tauchphase nach dem Start und nach jeder Wende. Startsprung. Die Hände befinden sich an der Startblockkante zwischen den Füßen. Der Schwimmer zieht seinen Körper auf dem Startblock an und zieht sich am Block etwas nach hinten, um mehr Schwung für den Absprung zu haben. Die Zehen umgreifen die vordere Kante des Startblocks. Nach dem Absprung muss der Körper angespannt und gestreckt sein. Man taucht mit den Fingerspitzen zuerst ein und die Fußspitzen bilden das Ende. So Philipp, konnte dich der Beitrag jetzt begeistern und würdest du jetzt auch mal gerne so schwimmen lernen, wie die das jetzt so gezeigt haben oder eher nicht? Unterstellst du mir, dass ich das nicht kann? Das unterstelle ich dir jetzt einfach mal so. Ganz ehrlich, also Brustschwimmen kann ich relativ gut, konnte ich in der Schule früher. Kraulschwimmen hat mich immer fasziniert, weil ich das noch nie richtig hinbekommen habe. Warum? Vor allem mit der Beinbewegung, ich komme damit einfach nicht klar. Du kannst die Beinbewegung nicht? Nö, irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich die Beine irgendwie so bewege, dann komme ich irgendwie nicht von der Stelle. Okay. Deswegen bewege ich die da immer ungefähr genauso, wie man es beim Brustschwimmen macht. Ist effektiv, aber nicht sieht nicht so gut aus. Ja, gut, ja. Jetzt werden wir aber mal hier im Studio sportlich. Ja, genau. Wir spielen jetzt Mini-Tischtennis. Du kannst jetzt noch ein bisschen die Regeln erklären. Wir haben auch jemanden, der unsere Punkte zählt, die Annika Fuchs. Die wird unser Schiedsrichter sein. So, jetzt müssen wir. Oh, ich habe meinen Schläger vergessen. Ja, genau, Schläger. Ja, dann erkläre ich kurz, bis die Annika ihren Schläger hat, die Regeln. Tischtennis ist relativ einfach. Normalerweise geht ein Spiel über zwei Gewinnsätze mit jeweils bis zu 11 Punkten. Man hat in der Regel eine große Platte. Wir spielen heute für euch ein mehr oder weniger improvisiertes Mini-Tischtennis. Netz haben wir in der Mitte. Hat unser Deko-Team super hinbekommen, würde ich sagen. Ball? Da, wenn ich kurz noch vorstellen darf, wir haben unsere Punktezählerin, Schiedsrichterin, hier die Annika da, die die Punkte mitzählt. Beim Aufschlag ist erstmal darauf zu achten, es muss ja erst entschieden werden, wer der Aufschlag hat, dafür wird der Ball eingeworfen und man muss beim Aufschlag immer darauf achten, dass der Ball von einer Ecke in die andere geworfen wird. Und ja, wenn der Ball dann nicht auf der Platte aufkommt bei dem anderen oder man nach dem Aufkommen der Platte den Ball nicht mehr erreicht, dann hat der Gegner einen Punkt. Man muss dazu sagen, es ist ziemlich schwer auf so einer kleinen Platte. Also, das stimmt, das also, wenn es jetzt nicht gleich so toll aussieht, nee, also, entschuldigen wir uns einmal für.
Und dann nach jedem Ball wechseln dann den Aufschlag. Okay, ich fange mal. Bis 6 spielen wir. Bis 5. Okay. Ja. 0-1. Ich habe jetzt Aufschlag. So, damit habe ich den Aufschlag gewonnen und jetzt können wir anfangen. Ja. So, der Ball ist auf der Platte. Du hast Aufschlag. 1-0. Man kann beim Tischtennis halt auch immer schön wechseln. 2-0. Indem man Rückhand und Vorhand spielt. Ich mache jetzt den Aufschlag mit der Vorhand. Dann spiele ich ihn mit der Rückhand. Jetzt hätte ich müssen die Rückhand holen. Vorhand. Keine Tricks, Philipp. Und Punkt für mich. 2-0. Du hast Aufschlag. Oh, der war ein bisschen weit von mir. 3-1. Ihr seht, ich bin auch kein Profi. Oh, das war ein Netzroller. 2-2. Du hast jetzt Aufschlag. 4-2, ich habe Aufschlag. Entschuldige bitte. Ja, bei so Schmetterbällen ist man eigentlich mehr oder weniger machtlos, gerade wenn man so wenig Platz hat, dann kann man... Ist fertig, ne? Du bist der... Ah, dann habe ich gewonnen, yay! Ja, wir haben heute ein verkürztes Spiel gemacht, weil es sonst vielleicht auch ein bisschen langweilig wird, ja, auf der kleinen Platte. Aber es ist ja mal ganz interessant zu sehen, dass man auch mit ein wenig Improvisation ganz gut Tischtennis spielen kann. So, wir gehen jetzt mal zurück auf die Moderatorenplätze. Vor allem kann jeder zu Hause sich selbst bauen, ne? Ja, das kann sich jeder selbst bauen. Wo haben wir das Netz nochmal her? Ich weiß gar nicht mehr. Das Netz haben wir im Internet bestellt, glaube ich. Gibt es aber auch einen Globus, meine ich. Günstig zu erhalten. Ja, wie gesagt, normalerweise sind bei dem Netz jetzt noch so kleine Stäbe dabei, die man außen an einem Tisch befestigen sollte. Aber geht ja auch so. Nur da der Tisch jetzt ein bisschen größer ist, als er sein sollte für so eine Mini-Tischtennisplatte, muss man halt ein bisschen improvisieren. Hat aber unser Deko-Team ganz gut hinbekommen. Ja, muss ich auch sagen. Würde ich mal so einfach behaupten. In unserem nächsten Beitrag geht es unter anderem auch um Tischtennis. Auch um Tischtennis. Der Paul war nämlich beim FSV Eschberg gewesen. Die spielen dort Volleyball, Karate, rhythmische Sportgymnastik machen, die spielen Badminton. Also man hat wirklich eine große Auswahl für alle Studenten, die sich fit halten wollen und mal einen Ausgleich zur Uni brauchen. Ja, können sich das mal angucken. Der FSV Eschberg wurde im Jahre 2000 zur Förderung des Breitensports gegründet und darf sich als Stützpunkt von mittlerweile 4 weiteren Sparten nennen. In 5 verschiedenen Sportarten beteiligen sich über 150 Mitglieder am Sportgeschehen mit, sowohl Hobby- als auch Aktivsport. Mit 5 Mannschaften in allen Leistungsklassen der Hobbyrunde ist Volleyball die Kernsportart des Vereins. Neben den normalen Trainingszeiten stehen fast jedes Wochenende Pflichtspiele und Turniere auf dem Programm, sodass für reichlich Sporttreiben gesorgt ist. Auch in Badminton könnt ihr eure Leistungen entweder im Hobby- oder Aktivbereich unter Beweis stellen. Ob ihr dabei lieber im Doppel spielt oder allein das Feld verteidigt, dürft ihr euch auswählen. Feste Trainingszeiten und regelmäßige Turniere spornen die Spieler immer wieder zu höheren Leistungen an. Bälle SB07 beginnt die Förderung des Sports bereits von klein auf und bietet jungen Mädchen die Möglichkeit, sich durch rhythmische Sportgymnastik zu entfalten. Hier wird auch an offiziellen Turnieren teilgenommen und einige Mädchen waren sogar so gut, dass sie in eine Talentschule durften. Vom leichtfüßig und elegant zu brutal und knallhart. Beim Karate- und Kampfsportverein könnt ihr lernen, euren Körper zu beherrschen, um in Notsituationen auf alles gefasst zu sein. Selbstverteidigung steht hier an erster Stelle, was mit hartem Training einhergeht. Zur Leistungssteigerung werden regelmäßig Gürtelprüfungen und Kampfturniere angeboten. Wenn ihr Tischtennis mögt, seid ihr bei Concordia e.V. genau richtig. Spieler von jung bis alt messen ihr Können in einer Hobbyrunde und spielen auf Turnieren und Pokale. Alles in einem ein großes Angebot für kleines Geld. Denn ein Monatsbeitrag kostet gerade mal 8 Euro für Erwachsene und für Schüler und Studenten sogar 6. Aktuelle Infos, Fotos und Angebote könnt ihr jederzeit auf Facebook nachschlagen. Ja, jetzt haben wir ja bei diesem FSV Eschberg doch sehr viele Sportarten gesehen. Die sind ja doch sehr vielseitig.
Und wir hoffen, dass wir euch vielleicht ein bisschen mal dazu angeregt haben, Sport zu treiben. Haben wir dich ein bisschen angeregt, Sport zu treiben? Nee, ich bleib beim Reiten. Das, ja. Und dieses Thema rhythmische Sportgymnastik würde dich nicht interessieren? Ja, gut schon, aber da muss man, glaube ich, schon in jungen Jahren damit anfangen, weil, ja. Also haben wir ja, glaube ich, auch im Beitrag gesehen, dass, ja. Das fand ich aber interessant, was die kleinen Mädels da schon drauf hatten in dem Alter. Die haben es voll drauf, auf jeden Fall. Also, Respekt dafür. Wenn man in dem Alter schon so leistungsmäßig Sport treibt, ist das nicht zu verachten. Wenn ihr als Studenten Lust habt, ein bisschen mehr Sport zu treiben, könnt ihr auch zum LWSV Eschberg gehen. Das ist nämlich sehr interessant für euch, weil die mehr aufs Hobby sich spezialisiert haben. Das heißt, da hat man nicht so dieses Wettkampf-Feeling, sondern da geht es hauptsächlich um Spaß. Und ja, wenn es euch jetzt irgendwie zu weit ist, zu viel ist, oder wenn ihr sagt, ihr wollt lieber in Uninähe bleiben, können wir euch natürlich auch unsere Uni empfehlen, mit der Sporthochschule direkt nebendran. Und ja, da könnt ihr verschiedene Arten von Unisport machen und natürlich auch das Fitnesscenter, das wir hier an der Universität direkt neben dem Audimax haben. Genau. Ja, dann kommen wir zum Thema Lifestyle. Da geht es in unserem nächsten Beitrag um das Thema Tattoo und Piercings, was ja ziemlich interessant ist jetzt auch, was ihr im Beitrag aber auch sehen werdet. Da ja die Gesellschaft, was Tattoos und Piercings angeht, doch sehr, sehr gespalten ist, dass die älteren Leute eher das Ganze verachten und die Jüngeren da immer mehr drauf achten. Und im Beitrag geht es halt auch hauptsächlich darum, dass ein Tätowierer sich dazu äußert, auch Fragen dazu gestellt kriegt und ja, eine jüngere Person das Ganze dann aus ihrer Sicht mal ein bisschen beantwortet. Vielleicht hört man da so ein bisschen den Konflikt der Generationen raus. Schaut es euch doch einfach mal an. Das ist Senua Marotta, 37, Jahrgang 1975, also Generation X, Tätowiererin in Saarbrücken, lebensfroh und teamorientiert. Ihre Kunden sind im Schnitt 30 Jahre alt. 40% ihrer Freunde bei Facebook kennt sie durch ihren Beruf. Bald besteht ihre Kundschaft unter anderem auch aus der Generation Z. Frau Marotta, richten Sie Ihre Online-Kundenbeschaffung heute schon nach den Veränderungen durch Generation Z aus oder haben Sie vor, dies in Zukunft zu tun? Wir haben eine Online-Seite, die speziell für alle Altersgruppen gedacht ist. Es ist sehr schwierig, speziell nur für Minderjährige ein Werbeangebot zu schalten, da wir bei den Minderjährigen immer eine Einverständniserklärung von den Eltern brauchen. Aber wir haben vor, in naher Zukunft unsere Online-Seite auch so zu gestalten, dass es für Minderjährige gedacht ist, speziell auf Social-Media-Seiten wie zum Beispiel Facebook. Und dadurch erwarten wir eventuell mehr Kunden. Normalerweise würde ich mit einem Tattoo-Studio nicht in Kontakt kommen, aber wenn eine Werbung auf Facebook angezeigt wird, würde das eher mein Interesse wecken. Denken Sie, das veränderte Verhaltensmuster der Generation Z resultiert zum Teil aus einer bewussten Abwendung gegenüber der beiden anderen Generationen? Nein. Also ich denke, dass diese Generation automatisch mit Computer groß geworden ist. Dadurch braucht man für Informationsbeschaffung keine Teamarbeit mehr. Das kann man im Internet alleine machen. Ja, es ist tatsächlich so, weil bei einer Gruppenarbeit in der Schule macht jeder von uns eigentlich immer sein eigenes Ding, schreibt seinen eigenen Text dazu. Später wird das zusammengefasst und beim Lehrer abgegeben. Jedoch glaube ich, dass es eher unbewusst gemacht wird. Von der Generation Z erwartet man ein mehr und mehr selektives und egozentrisches Persönlichkeitsverhalten. Werden Sie Ihre Kinder dementsprechend erziehen? Nein. Weil ich mit meinem Sozialverhalten selber sehr zufrieden bin und genau das will ich meinen Kindern mitgeben auf dem Weg. Das finde ich gut, weil das bei mir in der Familie genauso ist. Facebook als Platzhirsch unter den sozialen Netzwerken. Unverzichtbar oder überbewertet? Unverzichtbar und überbewertet, so sehe ich das. Beides, der Stellenwert von Facebook bei Jugendlichen wird überbewertet. Das ist meine Meinung. Das Zwischenmenschliche geht verloren dabei. Unverzichtbar ist es wegen dem Informationsfluss, der Informationsbereitstellung.
In meinem Alter ist es sehr wichtig, Kontakte zu pflegen. Ich nutze dazu Facebook und deshalb ist es für mich unverzichtbar. Vielen Dank für das Interview. So, Philipp, hast du denn Tattoos oder Piercings? Piercings nicht, weil ich die ehrlich gesagt nicht so mag. Also, warum? Sie gefallen mir einfach nicht. Also es kommt auf die Stelle an, an denen man sie hat. Wenn man sie jetzt nicht offensichtlich sieht, dann können sie, also wenn sie jetzt am Ohr sind oder so, ist es vollkommen okay. Ja. Ich meine, da sieht man sowieso meistens den Unterschied zwischen Ohrring und Piercing nicht so. Ja. An der Nase, Auge, Septum, da irgendwo, ganz schrecklich. Also meiner Meinung nach geht das gar nicht. Ich finde im Gesicht nehmen, also im Gesicht nicht, außer vielleicht in der Zunge, aber... Ja, das finde ich okay, aber wie gesagt, alles, was man so im Gesicht so offensichtlich sieht, also gefällt mir persönlich nicht. Nee, mir auch nicht. Bei Tattoos? Ja, gefällt mir. Hast du also, auch? Ja, ich habe auch eins. Wo? Hier am Unter. Können wir das hier mal zeigen, schön? Ja, Kamera. Hat's wehgetan? Sehr, ja. Ja, sehr. Wirklich? Mhm. Ich hätte es nicht erwartet, weil jeder sagt immer, ja, es tut schon weh, aber jetzt auch nicht so schlimm. Gut, die Stelle ist auch empfindlich. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, also wenn man sich mal hier irgendwie in die Seite mal ein Tour zwickt, dann merkt man ja ungefähr, dass es schon ein bisschen weh tut. Ja, die Stelle ist empfindlich. Aber im Prinzip, man kann es aushalten, wenn man es mag. Wie lange hat es gedauert? 1,5 Stunden. Ich war froh, dass man nach einer Stunde eine Pause war, ganz ehrlich. Wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, ich will euch jetzt keine Angst machen, um Gottes Willen, aber plant mit ein, dass es schon ein bisschen schmerzhaft werden kann. Naja gut, manche tunen eben ihren Körper, andere tunen Autos und genau darum geht es auch im nächsten Beitrag. Der Paul war auf der Tuning Expo in Saarbrücken. Was die Leute mit ihren Autos anstellen, ist wirklich teilweise ziemlich krass, ne? Also ziemlich cool auch, wie ich finde. Guckt es euch einfach mal an und ihr werdet staunen. Vom 28. bis 30. Juni wurde Saarbrücken erneut zum Mittelpunkt der europäischen Tuning-Szene. Die Tuning Expo wurde ihrem Ruf als eine der führenden Tuning-Messen in Europa auch bei ihrer 9. Auflage mehr als gerecht. Sehen, staunen und bewundern hieß es 3 Tage lang für die Besucher der Tuning Expo. Geboten wurde alles, was die mittlerweile breit aufgestellte Tuning-Szene zu bieten hat. Rund 1000 hochwertig veredelte Showcars konnten die Besucher an diesem Wochenende bestaunen. Von alltagstauglichen Gefährten bis hin zu extrem modifizierten Einzelstücken war die gesamte Bandbreite der aktuellen Tuning-Trends zu sehen. Dies galt auch für die Standaufbauten, die teilweise sehr aufwendig oder auch mit viel Witz die Boliden noch besser in Szene setzten. An den zahlreichen Ständen der Tuning-Industrie gab es mit den aktuellsten Trends und Produkten reichlich Futter für ganz neue Tuning-Ideen. Hier konnten die Neuigkeiten nicht nur bestaunt, sondern auch direkt vor Ort gekauft werden. Dieses Mal wurden viele neue Edelkarossen von den besten Autobauern der Welt ausgestellt. Traumhafte Geschosse mit reichlich PS, welche man sonst nur von den edlen Straßen von Monaco und Saint-Tropez kennt, ließen die Herzen der Besucher höher schlagen. Zahlreiche Shows wie Lowrider und Sexy Carwash sorgten zusätzlich für Stimmung. Und wer das alles verpasst hat, hat erst nächstes Jahr wieder die Möglichkeit, Außergewöhnliches aus der Tuning-Szene zu erleben. Was bringt dir Tuning? Neidische Blicke, Anerkennung und vor allem das Genuss, das Auto zu fahren. Freude, Hobby, die einen tun Golf spielen, ich tune mein Auto. Boah, ist geil, macht Spaß, man ist viel mit den Jungs zusammen. Also es ist nicht nur die Freude am Schrauben, sondern auch der soziale Aspekt dabei. Ja, sicher, natürlich. Warum geht ein Tuner auf die Expo? Hier gibt es viel Auswahl. Ja, hier gibt es auch viele Ideen und Auswahl an Tuning-Teilen. Ja, mir geile Autos anzugucken, vielleicht mal ein paar Ideen abgucken. Um neue Leute kennenzulernen, um schöne Autos zu sehen. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Oh je, seitdem ich 18 bin. Also ist das eher eine langfristige Geschichte, wenn man sein Auto umbauen will? Ja klar, bei mir gilt das seit über 10 Jahren schon. Und hört das jemals auf? Ich glaube nicht. Ja, das war ein sehr toller Beitrag. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich doch nicht da war am Wochenende. Aha, wegen den Mädels oder wegen den Autos? Natürlich wegen den Autos. Ja. Nee, ist ja klar.
Okay. Ja, das war's schon von uns für nächste Woche. Nächste Woche haben wir das Thema Hochschulen mit ein paar interessanten Beiträgen. Genau. Schaltet wieder ein und bis dahin bleibt sportlich. Thank you.